Hallo und herzlich willkommen. Heute darf ich euch ein neues süßes Spiel vorstellen, nämlich Camero, A Fog Refuge. Ja, ich hoffe, dass das soweit alles grafisch einigermaßen gut rüberkommt bei YouTube, weil ich nehme weiterhin natürlich wie gewohnt in 2K auf. Die Anzeige ist aber leider nur in 1080. HD ist das, glaube ich, normales HD. Wir starten mal ein neues Spiel. Ich arbeite in letzter Zeit ganz schön viel. Gut, dass mein letztes Projekt endlich fertig ist und ich mir ein paar Wochen freinehmen kann. Vielleicht sollte ich zurück nach Hause, eine kleine Pause machen. Ich erinnere mich an das Sumpfgebiet, kurze Bäume mit dunkler Rinde, Libellen auf der Wasseroberfläche. Ich bin hier in der Nähe dieses Sumpfes aufgewachsen, zusammen mit Alex, meinem besten Freund. Axel, nicht Alex. Axel und ich waren beide in Frösche vernarrt. Es ist schon witzig, heute Morgen habe ich an ihn gedacht und eben hat er angerufen. Ich glaube, er hat einen Plan. Axel hat immer einen Plan vor Augen. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja, natürlich. Axel hat sich überhaupt nicht verändert. Wir trafen uns ein paar Kilometer vom Sumpfgebiet unserer Kindheit entfernt. Er zeigte mir einen Ort, an dem er ausgerechnet eine Zuflucht für Frösche bauen wollte. Cleo, lange nicht mehr gesehen. Schön, dich wiederzusehen. Axel, es ist ewig her. Wie läuft es hier in der Gegend? Super, aber wie du siehst, ist die Zuflucht bisher ziemlich leer. Ich denke, wir könnten sie mit Froschmöbeln füllen. Froschmöbeln? Das gibt es? Natürlich. Frösche werden von bestimmten Arten von Möbeln angezogen. Probieren wir es aus. Du wirst schon sehen. Nutze den Laden, um Möbel zu kaufen. Ich habe dir Geld für eine Badewanne gegeben. Frösche lieben es zu baden. Okay. Geld für eine Badewanne. Jetzt muss ich überhaupt erst mal gucken, was hier alles ist. Also Reise haben wir, Kamera, ganz wichtig. Tagebuch, Frösche, Sachen, Editor. Aber wo ist der Shop? Das ist eine gute Frage, weil hier ist nirgendwo ein Shopzeichen. Ach so. Ja, oder man guckt einfach ins Bild vom Spiel. Eine Badewanne, genau. Wir kaufen mal eine Badewanne. Er hat mir anscheinend auch ein bisschen mehr Geld gegeben. Die anderen Sachen können wir noch nicht kaufen, weil sie noch nicht freigeschaltet sind. Okay. Was machen wir jetzt mit der Badewanne? Öffne das Inventar und platziere die Badewanne. Mit I kann man nicht drücken, man muss zwangsläufig hier drücken. Okay. Ja, muss ich die jetzt hier hinbauen oder kann ich die auch irgendwo hinbauen, wo es gut passt? Anscheinend nicht. Na gut. Oder? Ah, okay. Okay, das Bild kann man irgendwie nicht bewegen. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil ich jetzt gerade hier am Bauen bin. Wäre natürlich besser, wenn man dann mit den Sachen das Ganze bewegen könnte. Ja, da hinten planschen sie ja sowieso schon rum. Ich würde sagen, können wir die Badewanne... Nee, können wir nicht hier reinmachen, schade. Machen wir die mal hier unten hin, so. Drücke die Editor-Taste, um den Editor-Modus zu aktivieren oder zu beenden. So kannst du die Möbel umstellen. Ah, okay. Editor, Möbel umstellen. Okay, merke ich mir. Du siehst, dass du für das Aufstellen der Badewanne Ansehenspunkte bekommen hast. Du bekommst Herzen, indem du der Zuflucht neue Möbel hinzufügst. Oder du zähmst neue Frösche für mehr. Frösche zähmen? Oh, klingt aufregend. Es ist ganz einfach. Du gibst ihnen so viel Essen, wie sie wollen. Die meisten Frösche lieben Fliegen, aber ihre Geschmäcker können sehr komplex sein. Okay, einfach die Frösche so lange füttern, bis sie rund und bewegungsunfähig sind und dann haben wir sie. Interagiere mit den Fröschen, die bei den Möbeln auftauchen, um ein Fenster mit Infos zu den Fröschen zu öffnen. Okay. Ah, unser erster Frosch, Futter. Fliegen. Igitt. Aber wir füttern den Frosch. Ich glaube, der findet das gut. Neuer Frosch. Achso, hier unten steht es auch nochmal.
Victulus Silva Aqua, okay. Sollen wir den nochmal füttern? Wir haben ja gesagt, wir füttern den viermal. Frosch gezähmt. Ah, sehr schön. Ist das jetzt mein Haustier? Frosch benennen. Du bist the first one. Du bist the frog. Geistreicher Name, ich weiß. So, einmal beenden. Ja, das ist der erste, der allererste, ne? Der muss ja einen speziellen Namen kriegen. Du kannst Frösche auch fotografieren, weil sie doch so süß sind. Öffne jetzt die Kamera, mach ein Froschfoto und hinterlege es in deinen Froschdecks. Ah, machen wir jetzt hier einen auf andere Spiele. So. Ah, ein bisschen unscharf, aber süß. Nee, löschen will ich das nicht. Froschdecks und Tagebuch. Ja, Tagebuch auch, bitte. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber das ist unser erster Frosch. Der muss überall rein. Öffne den Froschdecks, um alle Frösche zu sehen, die du gefüttert oder fotografiert hast. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, aber ich werde mich nochmal darüber informieren. Also nochmal auf der Seite gucken, ob das Ganze auch Steam Deck kompatibel ist. Beziehungsweise erstmal ausprobieren auf dem Steam Deck. Das wäre natürlich auch cool. So, das ist unser erster. Plus 20, achso, plus 20% Chancen oder Fortschritt beim Wachsen. Ich weiß es nicht genau, wenn man das richtige Futter verfüttert, nehme ich mal an. Ach nee, Laichchancen. Laichchancen 100% und die kann man dann steigern dadurch? Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Ich habe noch gar nicht ins Spiel reingeguckt, muss ich dazu sagen. Alle Farben, Doplex, Zebra. Zebras kann man auch holen. Nein, Zebrafrösche, ich weiß schon. Leopardenfrösche, ja, viel kann man ja hier gerade nicht machen. Axel scheint begeistert von seinem Projekt. Er beschreibt seinen Plan. Mehr Möbel, um Frösche anzulocken, das Sumpfgebiet und seine Artenvielfalt fordern und eine tolle Zuflucht für Frösche bauen. Kriege ich schon vor Schreck hier schon wieder Schluck auf. Also, Cleo, was meinst du? Willst du mir helfen? Na klar, ein echt cooles Projekt und du weißt ja, wie sehr ich Frösche mag. Also gut, das soll unsere erste Aufgabe sein. Wir müssen unser Ansehen verbessern und dem Froschdecks neue Frösche hinzufügen. Also, das heißt, neue Möbel aufstellen und wir zähmen Frösche, indem wir sie für Herzen füttern. Richtig? Also für Ansehen quasi. Ganz genau. Wie wäre es mit 40 Ansehen und 3 Fröschen im Froschdecks? Ja, kommt drauf an, wie schnell die Frösche kommen. Wenn du auf der Suche nach Aufgaben bist, kannst du dir deine aktuellen Ziele im Tagebuch ansehen. Okay. Ja, gut, die kennen wir ja. Erhalte 40 Ansehenspunkte und locke 3 Frösche an. Platziere den Baumstamm und den Sessel und mache 3 Froschfotos. Zählt der erste auch schon dazu? Ich denke mal, oder? Wenn man nur noch Baumstamm und Sessel machen soll. Na gut, jetzt weiß ich auch, warum wir mehr Geld bekommen haben. Den Baumstamm und den Sessel kaufen wir. So, irgendwo war doch hier Inventar, Sachen wahrscheinlich. So, den Sessel stellen wir mal hier hin. Sieht alles so ein bisschen ungewohnt aus und ja. Nee, ich will nicht editieren. Ich will eigentlich hier. Achso, hier unten beenden. Kommt da schon ein Frosch oder soll ich erstmal die Sachen hinstellen? Sind die, aber die Frösche sind nicht weg. Ne, er ist ja immer noch. Aber er hat er sich verfärbt oder was? Der ist auf einmal so rosa. Wo hat der denn reingegriffen? Baumstamm. Den könnten wir mal vielleicht so, ja, hier ans Wasser legen. Da ist der erste Frosch. Der erste Frosch, also der zweite Frosch streng genommen. Moment, Kamera. Kamera. Paparazzi. Jetzt bin ich hier unten auch noch so blöd im Bild, oder was? Na gut. Müssen wir irgendwie. Ja, das ist doof. Es sieht blöd aus, wenn ich hier unten mit drin bin. Aber was soll ich machen? Okay. Froschdecks und Tagebuch. Ja, keine Ahnung. Ich mach mal beides rein. Pictulus Peach Pink. Okay. Mission erledigt, Axel. Die Zuflucht hat mehr Ansehenspunkte bekommen. Und ich habe dem Froschdecks ein paar Frösche hinzugefügt. Ja, aber noch nicht die 3, die er gesagt hat. Leider gehen mir jetzt die Insekten und das Geld aus. Ah, keine Sorge. Der zweite Schritt des Plans beginnt jetzt. Gehen wir ins Sumpfgebiet, damit ich dir zeigen kann, was wir mit noch alles tun können. Schönen Gruß an die Entwickler. Sind noch ein paar Rechtschreibfehler drin. Psst.
Der Sumpf ist in einem üblichen Zustand. Wenn wir ihm zum alten Glanz verhelfen, können wir die Ressourcen für die Zuflucht nutzen. Ja, das ist toll, aber ich will jetzt nicht woanders hingehen. Ich will hier oben den dritten Frosch noch kriegen. Ja, ich weiß. Nein, ich will... Och man, sowas finde ich immer blöd. Warum kann man nicht erstmal die Aufgabe beenden, bevor man jetzt was anderes macht? Da wären wir. Im Sumpfgebiet. Eine wunderschöne, natürliche Ressource. Aber die Leute denken, es sei voller Mücken. Wir beide sollten es als eine wunderbare Fundgrube betrachten. Es ist alles vertrocknet. Ja, keine Sorge. Unter dem Dreck befindet sich Wasser. Wir können Teiche ausheben, um diese Zone wieder aufzubauen. Im Gegenzug erhalten wir einige Ressourcen. Schauen wir uns die Sumpfhütte an. Nein! Sie haben das Reisen gesperrt. Ich wollte zurück und die Aufgabe beenden. Och Mann. Oh, jetzt darf ich aber das Bild bewegen. Eben durfte ich das nicht. Okay, also mit gedrückter linker Maustaste. Frage ist, welche Hütte jetzt? Die hier wahrscheinlich, ne? Die anderen, das sind ja keine richtigen Hütten. Das ist unsere kleine Sumpfhütte. Hier findest du jede Menge Infos zum Wiederaufbau des Sumpfgebiets. Dort ist eine Tafel mit Infos zu Pflanzen. Was ist ein Biowert? Der Biowert ist der kombinierte Wert von Kohlenstoffabscheidung und Pflanzenvielfalt. Je höher er ist, desto besser für das Sumpfgebiet. Verstehe. So, der nächste Schritt ist, dafür zu sorgen, dass die Frösche super glücklich sind, oder? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Dein Biowert für Sumpfgebiete hängt vom Kohlenstoffeinfang und der Biodiversität ab. Kann man das mal einmal übersetzen? Ja, achso, da kann man. Okay. In der Hütte kannst du Technologien kaufen, um den Wiederaufbau des Sumpfgebiets zu entwickeln. Wie man einen Teich aushebt, wissen wir bereits. Wollen wir vielleicht lernen, wie man einen einfachen Bärenstrauch pflanzt? Ich würde gerne erstmal da draufklicken können und mal kurz gucken können. So, Bärenbusch, da kann man anscheinend ja entweder die Büsche oder Samen dafür kaufen. Teiche können wir machen. Helfer, derzeit ist kein Helfer verfügbar. Aha, anscheinend kann man dann auch noch andere Leute dazu holen, die dann die Arbeit erledigen. Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Hilfe, ich will hier raus. Okay, sie wollen nicht... Moment, oder? Nee, sie wollen nicht, dass wir rauskommen. Gut, dann... nee, Teich darf ich nicht anlegen. Ich mag das an Spielen nicht, wenn die einen immer so aufzwingen, was man machen soll. Bärenbusch... Achso, wir haben auch... Froschdollar nenne ich sie jetzt mal. Wir haben auch wieder 200 insgesamt. An diesem Bärenstrauch können Bären geerntet werden. Das ist ja toll. Ah, endlich kann ich beenden. Okay, wunderbar. Jetzt fangen wir damit an, das Sumpfgebiet wieder zu bewässern. Los geht's. Lass uns zuerst einen Teich ausheben und einen Bärenstrauch daneben pflanzen. Komm, das hat er doch jetzt nur gesagt, weil ich den Teich machen wollte anstatt des Bärenstrauchs. So, oh, kann man hier... Nee, kann man wieder nicht. Das kann ich auch nicht wegklicken. Kaufe einen Teich und einen Bärenstrauch. Ja, ich kann aber nur den Editor benutzen, danke. Ach so, oder meinen die das mit kaufen? Okay, können wir jetzt endlich mal was machen? Danke. Also, hier scheint früher mal der Teich gewesen zu sein. Den ich aber scheinbar... Kann man den vergrößern irgendwie? Es ist ja so ein Mini-Teich. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Dass ich jetzt diese kleine Pfütze hier... Okay. Das ist ja völlig unrealistisch. Wo stellen wir den Strauch denn jetzt hin? Ach, den müssen wir auch noch in diesen Gebiet hinstellen. Oh.
Warte, bis der Teich Insekten anzieht und sammle sie ein. Mit diesen Insekten füttern wir dann die Frösche. Okay, verstehe. Wir benutzen Technologien, um das Sumpfgebiet wieder aufzubauen. Und wir verwenden die Ressourcen des Sumpfgebiets, um die Zuflucht zu finanzieren? Genau. Jetzt geht es ans Eingemachte. Wir fügen noch einen Bärenstrauch und ein paar Schilfe hinzu. Ich würde mal lieber den Teich hinzufügen, also den vergrößern. Platziere zwei Schilfe und zwei Bärensträucher in das Sumpfgebiet. Schalte den Schilf in der Hütte frei. Das heißt, wir müssen erst wieder rein. Ach so, das ist die. Ach, das sind Entwürfe. Ja, nach 2 Minuten habe ich es dann auch mal verstanden. Okay, Level 3, Teich 2 ist noch nicht freigeschaltet. Warum auch immer. Bin mir nicht sicher, das Geld haben wir. Es hat aber irgendwas mit dem 12 brauchen wir. Theoretischerweise hätten wir genug Tonnen hiervon, aber keine Ahnung, warum wir das noch nicht haben dürfen. Was ist hier mit kein Wasser? Ja, ist ja gut. Nervt mich nicht, Insekten. Ich will wissen, warum der hier kein Wasser hat. Gut, wir müssen. Nee, Tagebuch. Ach. Editor, das darf ich immer noch nicht machen. Was war das? Zwei Schilf und ein Strauch? Ich habe schon wieder vergessen. So, Moment. Schilf. Ach, das wird doch noch größer. Ach. Jetzt kommen auch Schmetterlinge. Okay. Ein Strauch, oder? Nee, auch zwei Bärensträucher noch. Okay. Ich kann aber nur einen Bärenstrauch. Ich kann keine zwei machen. Cleo, das ist phänomenal. Wir kommen mit dem Wiederaufbau gut voran. Super, ich dachte daran, Bärensträucher zu pflanzen. Ah, tolle Idee. Wir haben da drüben eine Außenküche. Wir können leckere Marmelade zubereiten. Das meinen die wahrscheinlich. Ja, man kann sich hier nichts angucken. Ressourcen werden automatisch erzeugt und erscheinen auf der rechten Seite. Interagiere damit, um sie einzusammeln. Darf ich denn. Ah, jetzt. Bärenmarmelade. Welche Ressourcen haben wir denn? Wir haben nur einmal. Okay. Da brauchen wir fünfmal von. Ach so, ich wollte gerade sagen. Nee, starten können wir nicht, wir haben nämlich nichts. Okay, also wir können die Küche anscheinend nur benutzen, wenn wir tatsächlich irgendwas machen können. Jetzt können wir in die Küche gehen und leckere Marmelade zubereiten. Ja, dann gib mir mal die restlichen Ressourcen hier. Bereite Sumpfgebietsprodukte in der Küche zu. Wähle zunächst ein Rezept und die gewünschte Produktmenge aus. Gib die richtigen Zutaten in den Topf und drücke auf den Ofenknopf, wenn du fertig bist. Ja, ich habe doch noch gar nicht genug. Oha, richte die Spiegel aus, um die Sonnenstrahlen zum Kochen zu nutzen. Ihr wollt mich doch hier veräppeln. Haben wir hier noch nicht mal Strom oder was? Die daraus gewonnenen Produkte können dann im Laden der Zuflucht verkauft werden. Oh Gott, dann können wir ja nur tagsüber Essen machen. Als Bonus kannst du die Garanzeige des Ofens nutzen, um die Anzahl der hergestellten Produkte zu erhöhen. Ja, ich probiere solche Dinge lieber aus. Wieso habe ich jetzt auf einmal 9 Bären mehr? Okay. Warum, weiß ich nicht, aber okay. Hallo? Ich habe es doch gerade eingestellt. Ach so. So ziehe ich die rein. Ah, okay. Also wirklich reinziehen, nicht draufklicken. Da muss ich anscheinend auch draufdrücken. Ja, nerv mich doch nicht. Lass mich doch erstmal gucken, wie ich die einstellen muss. Aber wo müssen die hin? Ach so, da unten. Okay. Ich kann es aber nicht höher stellen. Bärenmarmelade. Jetzt haben wir nicht mehr genug. Also müssen wir raus.
Mit der Marmelade und unseren anderen Erzeugnissen finanzieren wir die Zuflucht. Ich muss dann immer an Teso denken. Gehen wir zurück. Okay, danke. Wir können zurück. Jetzt verkaufen wir die Marmelade im Laden. Wir verwenden das Geld, um die Froschzuflucht zu verbessern. Ich möchte aber erstmal den dritten Frosch hier von meiner Quest haben. Leute. Aber der kommt irgendwie nicht, ne? Oh, was ist mit dem los? Den machen wir doch direkt mal. Den machen wir doch direkt mal ein Bild von. Es sieht doch cool aus. Der hat doch eben noch rosane Hände. Ach, das ist ein neuer. Victulus Peach Kiwi. Da muss man ja echt immer aufpassen, ob das neue Frösche sind oder wie. Aber du bist kein neuer. Du hast die gleichen Farben, oder? Nur Froschdecks mache ich mal. Ja, aber ich glaube, das ist auch der gleiche. Was ist hiermit? Noch nicht verfügbar. Ach so, das ist noch gesperrt. Da können wir noch gar nichts machen. Ah, verstehe. Jetzt können wir uns hier aber auf jeden Fall auch bewegen. Hier oben ist was. Oh, da oben ist die Froschschule wahrscheinlich. Und da unten, das sieht noch sehr verrammelt aus. Naja, gut. Aber wir haben schon mal einiges, worauf wir uns freuen können. Das definitiv. Und ich habe gerade total vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Wir haben noch gar keine Ziele. Er hat nur gesagt, wir sollen mit der Marmelade wieder zurückgehen. Das ist schön. Und jetzt? Gucken wir mal. Moment, das ist das Inventar. Ah, nee, hier ist der Shop. Ach, ich vertue mich da immer wieder. Ach, du Schande. Auf den Schock muss ich jetzt erstmal was trinken. So viel Geld haben wir gar nicht. Ich soll was verkaufen. Ach so, klar, ich soll die Marmelade verkaufen, ne? Das meinte er dann mit, dadurch finanzieren wir das Ganze, verstehe. Jetzt ist natürlich die Frage, ich kaufe lieber nichts, ohne dass der mir irgendwas gesagt hat, oder? Sonst habe ich was Falsches gekauft und habe kein Geld mehr. Jetzt weißt du, wie du das Sumpfgebiet wieder aufbauen und deine Ziele erfüllen kannst. Wenn du Hilfe brauchst oder mehr erfahren möchtest, drücke auf das Fragezeichen-Symbol, was ich nirgendwo sehe gerade. Also, jetzt kommt es da oben links. Perfekt, ich habe dir alles beigebracht, was ich für den Wiederaufbau des Sumpfgebiets und die Zuflucht weiß. Vermutlich solltest du jetzt jemanden kennenlernen, der mir sehr am Herzen liegt. Du wirst begeistert sein von ihr. Ah, seine Freundin? Oh, ich glaube nicht, dass das die Freundin ist. Axel stellt mir eine Frau in den 60 in den 60ern. Alter, seit wann haben Frauen in den 60ern schneeweiße Haare? Also 80 ist die mindestens schon. Vor, die mich mit einem sanften, aber durchdringenden Blick ansieht. Annabelle. Oh je. Man sollte vielleicht einen anderen Namen nehmen. Ich meine, immerhin ist das eine Horrorpuppe. Aber gut. Wir geben uns die Hand und sie beginnt das Gespräch. Sie ist pensionierte Chirurgin und widmet ihre Zeit nun der Forschung über Frösche und Sümpfe. Hallo, Schätzchen. Was für eine Freude, dich endlich kennenzulernen. Es wird dich nicht überraschen, dass einige Froscharten in dieser Gegend vom Aussterben bedroht sind. Wenn wir eine Chance haben, sie davor zu bewahren, brauche ich deine Hilfe, um ihre Gene für die Forschung zu sequenzieren. Falls du Hilfe brauchst, ich bin wirklich motiviert. Für den Anfang müsstest du zwei Frösche zähmen. Das sollte einfach für dich sein. Sie lieben Insekten. Ach Mist, wir haben den einen Frosch noch gar nicht gezähmt. Stimmt. Wenn du beide Frösche gezähmt hast, kommst du zu mir ins Labor, um einen Frosch zu züchten. Ich wollte gerade sagen, aber bitte nur züchten, ja? Ich will jetzt hier nicht an den rumsezieren oder sowas. Zähme zwei Frösche und züchte sie im Labor. Ich finde das toll, dass man dann immer genau das gleiche nochmal da drin stehen hat. Das ist schon wieder ein anderer hier, oder? Moment. Der andere hatte nämlich rosane Arme, oder ist das der mit dem dicken Hintern hier? Neuer Frosch, Victulus Pink Kiwi. Oder oben ist einer. Da oben ist einer. Kamera. Kamera, let's go. Yes. Den machen wir mit rein. Neuer Frosch, Victulus Pink Silver. Oh, wo ist er hin? Die sind abgehauen. Ihr Schweine. Also ihr Frösche. Ja. Ich weiß.
Victulus Kiwi Banana. Banana? Banana? Wurde gezähmt. Ja, oh, da ist der dicke Hintern wieder. Moment, dann machen wir nochmal ein Bild von. Ich würde dich cool. Nein! Oh, du Kleiner! Boah, du... Boah. Moment, da muss man ja richtig schnell sein hier. Silver Pink, aber den hatten wir doch schon mal, oder? Moment, Futter. Status bekannt. Ach so, der kommt einfach jedes Mal. Wie viel habe ich jetzt von denen noch? Oh, nur zwei. Ups. Ja. Okay. Ich glaube, so schnell kann ich jetzt nicht so viele Frösche züchten, so wie es aussieht. Da müssen wir nochmal eben rumreisen. Da liegt auch einer. Nicht bewegen, du fauler Hund. Oder fauler Frosch. Ach, das hier stört jetzt aber. Ich mach den mal rein. Aber kriegen wir das hin, das ohne das Teil nochmal zu fotografieren? So. Ja, das ist hier unten auch. Also, ja. Ja. ja, aber hier kommen irgendwie keine... Doch, hier. Da kommt was. Oh, schon wieder einer. Oder es ist ja hier... Es läuft ja hier wie am Schnürchen. Neuer Frosch. Victulus Peach Peach. Warum haben die eigentlich alle Namen, als ob man hier irgendwo bei den Super Mario Brothers ist? Okay, wie lange muss ich hier warten, damit ich mir jetzt hier nochmal Dings holen kann? Was ist denn hiermit? Oh. Okay. Na? Futter? Ja. Zweimal, sehr schön. Schon wieder ein neuer, oder? Ich mache jetzt einfach alle ins Tagebuch. Doplex Pink Silver. Okay. Ich brauche aber Essen. Was ist denn hiermit? Oh. Ich glaube, ich habe das gerade eingesammelt. Können wir damit... Doch, damit könnten wir doch auch was machen. Moment, jetzt kommt nochmal Futter. Stand da gerade 12-mal? Alter. So, wir können damit Süßigkeiten machen, aber nur, wenn wir die Dinger haben. Von denen haben wir gar nichts. Okay. Ja, hallo! Zwei Sachen sind hier. Moment, Moment, Moment. Ich muss den Frosch erstmal. Der ist wichtig für meinen Zebra-Banana-Pink. Nein, jetzt ist der Igel weg. Jetzt habe ich den Igel verscheucht wegen dem Blitzlicht. Och nein. Das Spiel ist irgendwie gleichzeitig komisch wie lustig. Also komisch jetzt aber nicht im negativen Sinne, muss ich dazu sagen. Machen wir auch... Neuer Frosch, Peach, Silver. Aber den hatten wir doch schon, oder? So, wenn du weg bist, dann kann ich noch mal einmal hier reingreifen und die Insekten fangen. Das können wir auch noch mal mitnehmen. Oh! Oh! Put the camera on! Nein! Das behalte ich trotzdem, ihr Miesen! Oh, wie schnell geht das bitte? Wie soll man denn so schnell hier ein Foto machen? Pink Banana, den kennen wir aber schon mal. Okay, dann gehen wir schon mal wieder rüber. Schon mal wieder rüber. Habe ich kein tolles Deutsch drauf. Moment, Kamera. Zack. Hallöchen. Doplex Pink Beach. Da steht zwar neuer Frosch, aber ich bin mir nicht sicher. Dem geht es hier unten gut, oder? Die Sonne geht über den Sumpf unter und ich kann mich endlich hinsetzen und ausruhen. Axel kommt mit einer Flasche selbstgemachten Cranberry-Saft. Oh, wie geil. Ich trinke jeden Tag ein Glas. Das schmeckt unheimlich geil. Der Geschmack ist einfach himmlisch. Ja, kann ich nur bestätigen. Du kannst jederzeit nachts schlafen, indem du auf das Bettsymbol drückst. Das ist nett, will ich aber nicht. Ich wollte... Oh, ich wollte gerade sagen, ich wollte mich eigentlich mit den Fröschen hier anfreunden, aber... Das ging irgendwie nicht, weil ich nicht schnell genug war. So. Nein, jetzt habe ich davon... Och nee, jetzt habe ich nicht alle. Was passiert denn, wenn ich denen jetzt nur einen Teil davon gebe? Ach, das ist doch doof.
Am besten verbringe ich den ganzen Tag damit. Was ist denn mit dir? Du brauchst nur die Läppchen. So, den haben wir auch schon mal gezähmt. Sehr schön. Du brauchst nur die Läppchen fliegen hier. Das ist gut. Da ist der dicke Popo wieder. Ist wieder da. Ja. Aber da kann ich jetzt leider auch nicht viel machen, ne? Ja, der braucht. Alle füttern kann ich auch nicht. Ich fütter die jetzt einfach mal. Ich habe eh nicht genug. Wahrscheinlich war das jetzt umsonst. Vielleicht sehen wir den auch noch mal und dann ist nur eins frei. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt noch mal auf den draufklicke. Ah nee, dann ist der aber schon teilweise gefüttert. Okay. Dann besorgen wir uns jetzt hier noch mal ein bisschen Futter. Du bist aber der gleiche, oder? Naja, du bist der gleiche. Mit dir kann ich aber nichts machen, weil ich kein Futter habe. Wie war das eigentlich mit den Bärensträuchern? Ja, das Problem ist. Oh, Moment, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich die jetzt kaputt gemacht? Mist. Ich weiß nicht so ganz, was ich hier eigentlich mache, aber alles ist okay. Ich bereite hier einfach mal was vor. Oh, die Lichter gehen an. Oh, ist das schön. So. Das war auch kein neuer, ne? Ah. So, nochmal zwei. Okay, das heißt, wir müssten theoretisch vier haben. Was ist denn mit dir? Ach, von dem habe ich schon mehrere Bilder. Okay. Ach, okay. Der ist schon. Ach, das ist mein erster. Das ist The Frog. Der taucht aber auch überall auf, der Kleine. Ne? Ja, dann hau mal schön ab. Ich brauche noch ein bisschen Futter hier. Das mit dem Futter ist echt nervig. Also das dauert. Also gut, klar, dass das länger dauert natürlich, aber dass das jetzt nur diese eine Stelle ist, ist natürlich ein bisschen blöd. Kann man nicht jetzt schon. Oh ja, doch, man kann jetzt endlich was Neues machen. Moment, dann machen wir hier einen neuen Teich. Kostet uns jetzt natürlich auch was. Frage ist, müssen wir da. Ah nee, das ist ja nicht nur Schilf. Hier Beeren. Die Frage ist halt, wie nah müssen die da dran, damit die nicht dieses Symbol haben, dass die kein Wasser haben. Oh, das scheint zu funktionieren. Moment, dann editieren wir das Ganze doch mal ein bisschen näher ran. Aha. Also von den Kästchen her würde ich sagen, die müssen direkt da dran stehen. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt haben wir auch Beeren, die wir nutzen können. Und hier auch dementsprechend sehr gut. Also mit den Beeren können wir dann natürlich auch ein bisschen Geld machen. Okay, perfekt. Das heißt, wir sollten nach Möglichkeit, denke ich mal, erstmal hier alles so ausbauen. Dann noch Sträucher. Ich weiß nicht, obwohl das produziert eigentlich ziemlich viel hier, ne? Muss ich dazu sagen. Nur die Teiche. Die Teiche brauchen wir halt wirklich, um Dings hier zu kriegen. Um das Futter zu kriegen. Machen wir trotzdem. Ach nee, halt, stopp. Nein, 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 nein. Beenden. Ja. Wieso kann ich hier links. Ah, jetzt ist es weg, deswegen. Ich wollte nämlich eigentlich Sträucher anklicken und nicht hier Dings anklicken. So, beenden. Zack. Ja, das ist doch schon viel besser. Dann haben wir hier auch dementsprechend eine gute Produktion. Also die Folgen, die ich mache, werden ein bisschen länger werden. Zumindest die ersten drei. Ich weiß halt nicht, inwiefern ich jetzt hier. Ja. Das Spiel, also weiter spielen werde ich es auf jeden Fall. Nur wann ich es dann weiter spiele, das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich wollte euch das auf jeden Fall jetzt vorstellen. Oh, den haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht.
Oder? Fülle dein Album, Bildextase. Yay, wir haben eine Errungenschaft. Das ist auch jetzt wieder neu gewachsen hier. Okay, aber wir haben nicht genug. Wir brauchen, glaube ich, 20 oder so hierfür, ne? Ja, wir brauchen 20. Wir haben noch nicht genug, um da jetzt was Neues hinzustellen. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine gute Produktion. Also das, wenn ihr das selber spielen wollt, das kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr hier schön was aufstellt. Boah, wie viele haben wir jetzt davon? Moment, dann machen wir jetzt hier erstmal 6 Stück brauchen wir, ne? 5 können wir insgesamt machen. Können wir auch, naja, ich weiß nicht, Lutsche? Wenn ich wüsste, was man teurer verkaufen kann, ne? Ich würde sagen, wir machen mal einen Lutscher, um mal zu gucken, wie viel das kostet. Was brauchen wir denn hier? Das und das. Ah, ich mag solche Minispiele ja eigentlich nicht. So, ein Lutscher. Und was war denn das andere? Das war das hier. Da haben wir aber immer noch nichts von. Also nehmen wir davon jetzt erstmal 1. So, damit wir das mal eben vergleichen können. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, was das jetzt gekostet hatte, wenn ich ehrlich bin. Ach, plus 1 kriegt man, wenn man da unten draufklickt. Okay, gut. Dann gucken wir jetzt mal. Da ist im Moment nichts. Ah, natürlich, genau wenn man auf Reisen drückt, dann kommen die. Dich kenne ich schon, oder? Oh, nee. Also, kennen wahrscheinlich schon, aber dich habe ich noch nicht gefüttert. Yeah, noch ein Frosch, der gezähmt ist. So, dann, wie war das mit dem Verkaufen? Das war hier auch im Shop, ne? Oh, okay. Also die Lutscher bringen wesentlich mehr ein. Dann würde ich sagen, dann machen wir nämlich die Lutscher anstatt die Marmeladengläser. Also sofern wir sie machen können. Wobei die jetzt noch mehr hier einbringen würden. Okay, also man hat quasi eine unendliche Quelle. Auch wenn es natürlich immer ein bisschen Zeit dauert, bis ja, man dann wieder genügend Vorrat hat, sage ich mal. Aber man hat eine unendliche Quelle, wo man was rausholen kann. Ah, sehr schön. Ein paar Raupen kriegen wir auch. Hallöchen, was ist denn mit dir? Du bist schon... Nein, du bist jetzt nicht wirklich wieder der Erste, oder? Ich hätte dich jetzt fast fotografiert. Nein, ah, nein, du Kleiner! Boah. Irgendwann kriege ich den mal. Gibt es keinen Shortcut für die Kamera? Das ist doch mies, Mann. Okay, aber ich finde, das geht doch recht schnell. Wir können jetzt 7 Stück hiervon machen für die Lutsche. Das und das. So. Ist trotzdem nur plus 1, obwohl ich 2-mal grün hier unten geklickt habe, aber ist nicht schlimm. Okay, wir haben jetzt 9 Lutscher bekommen. Das ist doch schon mal gut. Oh, der ist neu. Der ist neu. Der ist neu. Leopard Silver Kiwi. Die Frage ist... Ja, der braucht das hier. Aber wo kriege ich das her? Von denen habe ich schon mal welche bekommen. Wo kriege ich die hier her? Du bist wahrscheinlich wieder der eine, ne? Ja, auf dich falle ich jetzt nicht mehr rein hier. Vergiss das, mein Kleiner. Mir hier auf Frösche klicken. 20 von 512. Ach, du Schande. Ihr habt sie doch nicht alle. Oh mein Gott. Okay. Okay, Editor. Da können wir jetzt aber wieder ein neues Feld anlegen. Das ist gut. Ach ja, ich muss das ja oben dann freischalten. Ja, jetzt verstehe ich. Das ist eh getrennt. Machen wir das hier hin. Wo war das denn? Hier, ne? Rohrkolben. Rohrkolben sind die, die ich brauche, wofür ich jetzt kein Geld mehr habe. Ta-ta-ta-ta. Scheiße. Okay, ich hätte vorher drüber nachdenken sollen. Das gebe ich zu.
Was ist mit dir? Dich habe ich noch nicht gedingst. Ich kann dich aber füttern. Zebra Pink Pink. Ja, nee, ist klar. Und du? Futter? Ja. Aber dich habe ich schon mal fotografiert, oder? Ich meine, dich habe ich schon mal fotografiert. So, ja, ist ja gut. Ich habe es ja schon gesehen. Jetzt brauche ich natürlich trotzdem erstmal Geld. Dann machen wir nochmal hiervon welche. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal kurz rüber. Ich finde den Frosch so süß, wenn er so am Schlafen ist. Das ist doch wieder der. Ah, das ist der Dicke! Das ist der, der mal abhaut. Schnell füttern! Aber Fotos haben wir auf jeden Fall schon davon gemacht. Obwohl, vielleicht kriegen wir ihn mal von vorne. Erwischt! Ha! Was ist mit dir? Oh. Die haben wir noch gerade. Schnell füttern. Und Kamera, Action, wo haben wir die? Hier. Oh, schade, die Herzchen, die da rauskommen, sind nicht drin. Okay. Hier ist doch schon wieder ein neuer. Alter, das ist ja hier wie auf dem Bazar, oder was? Haben wir die schon? Nee, ne? Wieso heißt du Zebra? Und du bist auch schon wieder neuer. Dich muss ich auch wieder füttern hier. So, zack. Zack. Und was mit dir? Du hast auch wieder gewechselt. Leute, so schnell kam ich doch gar nicht hinterher mit der Produktion. Geschweige denn mit irgendwelchen Bildern. Hallo? Was ist mit dir? Oh Gott, da habe ich gar kein Futter mehr für. Obwohl, Moment. Zwei kann ich schon mal. So. Vielleicht bleibst du dann so lange, dass ich ein Bild machen kann. Zack. So, Shop. Wir müssen erstmal was verkaufen, sonst werde ich hier total bekloppt gerade. Weil hier gerade so viele Frösche auf einmal kommen. Das ist cool und das ist süß, aber. Ah, da oben ist wieder so ein dicker Popo. Komm her. Wer bist du? Ich habe keine, doch einen habe ich noch. Einen habe ich noch, aber ich brauche dringend Nachschub. Oh mein Gott, ich muss rüber hier. Wir sind hier echt zu viele Frösche gerade. Was ist mit dir? Oh, nee. Aber ich denke mal, Bild habe ich schon, oder? Oh, nee. Neuer Frosch. So, hier sammeln wir jetzt erstmal wieder alles ein. Dann müssen wir hier den Rohrkolben. Das ist ganz wichtig. Was das ist, können wir noch nicht sehen hier, ne? Und den doppelten Teich mache ich mal. Mit Tonnen meinen die wahrscheinlich die Größe von dem Teich. Ach, hier unten ist ja auch noch was. Stimmt ja. Der kostet dann 30, aber wir wollen trotzdem mal gucken. Vielleicht zieht der ja. Ah, genau. Vielleicht zieht der ja andere Insekten an. Das kann natürlich sein. Vielleicht liegt es aber dann auch an dem Rohrkolben, den ich hier hinstelle gleich. Das weiß ich jetzt nicht. So, dann machen wir mal am besten zwei rein, würde ich sagen. Was die jetzt anziehen, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich von hier oben gar nichts mehr bekommen. Wieso habe ich von hier oben jetzt gar nichts mehr bekommen? Keine Produktion mehr. Sauerei. Dann mache ich hier nochmal so einen doppelten. Weil, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was das bewirkt, ne?
Moment tut sich halt jetzt nicht wirklich was. Warum weiß ich nicht. Ich glaube, nachts ist die Produktion irgendwie höher. Kann das sein? Ach, oder ist das, weil ich noch in der... Ja, es ist, weil ich hier noch drin gewesen bin, glaube ich. Oh, oh. Nee, den haben wir schon. Ach, das ist der. Und dich können wir füttern. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob du das bist. Gut, hier unten sind noch keine Insekten. Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber vielleicht brauchen die auch eine Zeit, bis die erstmal durchkommen. Futter habe ich noch nicht genug. Ja, der hier unten links, das wundert mich wirklich, dass da jetzt noch nichts großartig kommt. Ja, von den Insekten kann ich auch noch was gebrauchen, definitiv. Boah, beim Weggehen habe ich den noch erwischt. Geil. Okay. Hallo, sollst du das nehmen? Hier ist immer noch nichts. Habe ich jetzt hier irgendeinen Fehler gemacht? Ich meine, ist das jetzt irgendwas Besonderes oder so? Okay, den haben wir auch. Ich möchte mir das jetzt mal angewöhnen, die immer erst zu füttern und dann ein Bild davon zu machen. Ach, jetzt haben wir ja nichts, ne? Mich wundert das nur, dass hier halt wirklich nichts kommt. Oder müssen wir da verschiedene Sachen drumherum bauen? Also ist das zwingend notwendig vielleicht? Ich weiß es ja nicht. Machen wir da noch einen Busch hin. So. Jetzt kommt was. Aha. Also anscheinend hat das so ein bisschen mit der Artenvielfalt oder so zu tun. Ich weiß es nicht. Moment. Eine Fliege. Einmal das. Achso, hätte ich direkt auf alles klicken können. Ja, super. Ah. So. Aber die fühlen sich hier sichtlich wohl. Man merkt es. Ah, doch, jetzt ist hier auch was gekommen. Aber ich pflanze da trotzdem mal was hin. Nehmen wir mal hiervon eins. Mehr Geld habe ich gerade nicht. So. Ist ja zumindest ein bisschen was dran ist, ne? Das sammeln wir auch mal direkt ein hier. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das auch mengenabhängig ist. Dass da eventuell mehr von der Menge kommt. Andererseits, jetzt ist auch nicht mehr, ne? Gott, hier wird ja richtig produziert heute. Was geht denn hier ab? So, den kriegen wir noch. Und ein Bildchen. Dankeschön. So, du brauchst auch noch mal die. Aber das sind dann noch irgendwie andere Frösche. Das sind doch jetzt die gleichen Froscharten, oder? Aber halt andere Frösche, die ich generell fotografiere, wenn ich das jetzt richtig verstehe. So, gehen wir mal kurz hier rein. Dann machen wir hier nochmal. Oh, 13 Stück, okay. Schmeißen wir alles rein. Ja. So, ihr lieben Teiche, ich muss euch leider verlassen. Und wir verkaufen das Ganze nochmal. Zack. Damit wir auch wieder ein bisschen was haben. Ja, mega, mega süß, muss ich sagen. Also ich habe ja schon gesagt, die ersten drei Folgen werden auf jeden Fall wesentlich länger als normal.
Das habe ich definitiv geschafft, weil wir jetzt schon fast eine Stunde am Spielen sind. Das ist doch ein bisschen länger, als ich eigentlich geplant hatte. Aber irgendwie ist es auch sehr süß und irgendwie. Oh, Moment. Ich habe wieder so einen dicken Popo hier. Was braucht der denn? Was braucht der denn? Fliege, das. Und eigentlich drei davon. Och Mann. Den musste ich jetzt noch eben mitnehmen. Der sieht irgendwie süß aus. Ja, irgendwie donnert da alles auf einen ein, so wie jetzt zum Beispiel. Da kommen jetzt wieder so viele Frösche hier rum. Und man will sie eigentlich alle füttern, aber das geht natürlich nicht. Deswegen, ach, das ist Wahnsinn. Ich meine, gut, ich weiß allerdings auch nicht, wie es jetzt ist, was jetzt genau mein Tagebuch. Züchte mindestens, ach ja, züchte mindestens einen Frosch, zähme zwei Frösche und züchte sie im Labor. Ich habe ja gerade so viel Spaß bei den ganzen Sachen drumherum, dass ich total vergessen habe, was wir eigentlich machen sollten. Dann würde ich sagen, das mit den Frösche im Labor züchten, das werden wir dann auf den nächsten Teil verschieben. Und ja. Ich bin hier komplett sprachlos. Ich bin gerade ein bisschen überrollt, also im positiven Sinne von diesem Spiel. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, das mit der Zucht übernehmen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.